herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und schau mal, Epic, wir sind heute wieder unter Wasser. Da sehe ich sogar Wasser runtertropfen. Was ist das hier oben eigentlich? Ich glaube, das ist unser Schwimmbad. Ach ja, unser Schwimmbad. Ich dachte gerade, welches Schwimmbad? Stimmt, unsere Wellnessoase da hinten. Ja, ich glaube, das ist die direkt oben drüber. Weißt du, was ich dachte? Ich dachte kurz, es wäre hier einfach von unserem Labyrinth, diese Base. Aber das kann ja gar nicht sein, da tropft der Wasser runter. Auf jeden Fall, Epic, beim letzten Mal ist so viel passiert. Wir haben endlich Ralf und Timo wieder und der Master ist einfach komplett weg. Der hat uns hier einfach komplett veräppelt, Ciao Kakao geschrieben und ist einfach weg. Keine das Ahnung, wo er ist. Stimmt. Oh nein. Gerade denkst du, der plant was Böses? Ja, das sind die Sachen. Also entweder er plant was Böses oder er lässt uns jetzt einfach in Frieden. Aber ich meine, wir haben ihn zwar, naja, mehr oder weniger vielleicht festgehalten, aber wir waren ja auch gut zu ihm. Also vielleicht hätten wir ihn auch irgendwann freigelassen, wer weiß. Das stimmt. Und vor allen Dingen haben wir ihn ja vor der Poseidon-Armee gerettet. Eben. Und Poseidon ist auch richtig doll sauer auf uns. Ja, deswegen. Also wir sollten echt aufpassen. Ich hoffe, dass der Master uns echt jetzt erstmal in Ruhe lässt. Wir hatten so viel Stress. Immer der Mysteriöse, dann der Master. Und jetzt ist eigentlich mal ganz kurz alles in Ordnung. Und bei uns sieht es sogar gar nicht schlimm aus. Wir leben mal wieder das richtige Unterwasserleben. Und hallo ihr zwei, wie geht's euch denn? Hallo Timo. Na, gibt es was Neues? Es gibt einfach nichts Neues. Und ich glaube, das ist richtig schön zu sagen. Wir haben nichts Neues. Neues zu erzählen. Das stimmt, wir haben keinen Ärger mit irgendwelchen anderen. Oh, stimmt. Und, wir kriegen aber Post. Kommt in die Stadt. Denkst du, vielleicht wollen die uns irgendwas erzählen oder so. Das ist doch ganz das cute. Das könnte es sein, aber es könnte auch ein Traum sein. Nee, ich glaube, wir sollten nicht mehr so, wir müssen ein bisschen optimistischer rangehen. Bestimmt ist nur was Gutes vielleicht oder es ist was Schlechtes. Okay. Ja, und der Master ist da, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin Schlechteres gewohnt, aber vielleicht sollten wir einfach mal vorbeigucken. Ich meine, wir waren lange nicht mehr in der Stadt. Wir haben so lange viele nicht mehr gesehen. Fischi habe ich lange nicht mehr gesehen und seine Freundin. Bei der Meerjungfrau waren wir lange nicht. Bei der Oma, bei der Gruseligen, wo wir nicht vielleicht vorbeigucken sollten, aber wir können ja mal schauen, was die in der Stadt wollen. Also mit meinem Schwimmanzug bin ich auf jeden Fall ein bisschen schneller. Okay, was geht hier ab? Oh! Versammlung oder was ist denn hier los? Moment mal. Hallo ihr zwei. Nach dem ganzen Stress in der letzten Zeit haben wir uns etwas Schönes verdient und wollten deswegen einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Helft ihr uns? Ja, okay. Epic, es ist wirklich... Wo bist du, Epic? Hallo! Epic, es ist nichts Schlimmes. Hier ist kein Master. Hier ist nichts Böses. Hier ist kein Poseidon. Du tust dir weh. Das ist nicht so gut. Aber wir können einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Das ist ja richtig nice. Moment mal. Das stimmt. Und in den Kisten wurde schon was vorbereitet. Wir können hier Schnee hinlegen Cookies vielleicht. Hier. Oh, süß. Guck mal. Richtig Weihnachtsbäume, Geschenke. Das ist cool. Wir können einen kleinen Tresen machen mit Essen. Ah ja. Warte, was ist hier für Essen drin? Warte. Heiße Cookies. Schokolade. Oh, stimmt. Und Schokoladenmilkshake. Oh, cute. Vielleicht können wir uns irgendwo hier noch ein bisschen Schnee holen und können hier dann so richtig alles beschneit machen. Okay. Ja, Weihnachtsmarkt ist doch eine gute Idee. Okay, dann würde ich sagen, wollen wir einfach mal anfangen, alles aufzubauen? Und ja, dann können wir einen richtig schönen Tag haben. Warte mal. Wir könnten vielleicht noch ein paar Weihnachtslichter platzieren. Das ja, wäre cool. Guck mal, ich glaube... Ja, hier gibt es sogar Weihnachtslichter. Schau mal. Ja. Okay, wir können hier drum die Statue drumherum machen. Das stimmt. Oh, das wird so schön hier in der Stadt aussehen. Wollen wir extra noch kleine Läden mit dazu bauen oder wollen wir die vorhandenen Läden dekorieren und einrichten? Ich würde sie vielleicht dekorieren und vielleicht könnten wir einfach so kleine Stände draußen machen bei den verschiedenen Läden. Stimmt, ja. Also vielleicht mit seinen eigenen Stand. Oh, so Weihnachtsklamotten hier beim Klamottenstand. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie ein Rentier, Blüschtier oder so beim Spielzeugstand. Bei Essen können wir natürlich dann Essen machen und beim Haarsalon, den lassen wir einfach mal netterweise heute aus. Okay, dann würde ich sagen, ich habe das hier schon mal so ein bisschen, schön gemacht. Vielleicht könnten wir noch so eine kleine Lichterkettenreihe dahin machen. Und ich mache jetzt erstmal überall schöne Lichterketten hin. Wir können auch vielleicht Strümpfe holen und so weiter und so fort. Und vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz für die kleinen Sachen dann. Oh, Epic! Schau mal, wie die Mitte aussieht. Kannst du da oben drauf einen machen? Einen Weihnachtsbaum? Das ist eine gute Idee. Das war lustig. Okay, dann hier noch ein paar Lichterchen und dann erstmal an den ganzen... Oh, wie süß das aussieht. Das sieht ja so... Die sind voll riesig. Und jetzt kommt einer genau in die Mitte. Ja, mach mal genau in die Mitte. LOL! Cool. das sieht richtig krass aus. Nice. Okay, ich mache erstmal jetzt hier die Läden.
Und da machen wir die Stände. So, okay, warte mal. Ich habe schon 1, 2, 3 Läden ein bisschen beschmückt. Du hast mir noch mal ein paar mehr Lichterketten gegeben. Und ich habe Schnee von dir bekommen. Jetzt aber die Sache. Schmilzt der Schnee oder schmilzt der Schnee nicht? Das wäre schon schön, wenn der so ein bisschen hier liegen würde, oder? Oh, guck mal, wie süß das aussieht. Oh, das sieht echt... Oh, wie schön mit den ganzen Weihnachtsbäumen, mit dem großen Weihnachtsbaum in der Mitte. Ja, aber du hast auch die Häuser, hast du ja auch beschmückt schon. Ja. Was geht denn hier ab? Ja, so weit bin ich gar nicht. Vor allem hier unten. Wann waren wir das letzte Mal denn hier unten? Wir haben so lange uns mit neuer nervigem Zeug irgendwie... Oh, naja, mussten wir uns damit beschäftigen. So und so. Da unten war ja sogar auch hier die Puppe war da unten. Weißt du noch? Stimmt. Ja, ja, ja. Oh Gott. Oh, Epic, wir hatten echt die letzten, naja, Monate viel Stress. So. Okay, das sieht schön aus. Hier hast du auch schon was hingemacht. Ich habe hier auch noch ein paar Lichterketten. Und wenn du möchtest, kannst du schon mal ein bisschen mit Holz so die kleinen Buden machen, die wir da vorsetzen. Ja. Also muss ja auch nicht zu groß sein. Ich mache, glaube ich, nur so kleine Tresen, weißt du? Und ich habe auch eine Kasse. Guck mal, eine Kasse. Und dann könnten wir zum Beispiel, hier sind ja jetzt zum Beispiel die Lebensmittel. Also könnten wir auch vielleicht hier... Ja, ja, Cookies und... Oh, das ist eine gute Idee. Mhm, vielleicht können wir so Frames hin platzieren und dann können wir auch die hier so ein bisschen zur Schau stellen. Oh, süß. Was wird hier angeboten? War Weihnachtskleidung wollten wir noch hinmachen, oder? Stimmt. Ja, ja, vielleicht ein bisschen Weihnachtskleidung. Guck mal, ich habe sogar noch Schneemänner. Die können wir hier hin platzieren. Schön. So süß. Oh, man könnte alles so... Oh, es ist alles sehr weihnachtlich. Außer dieser kleine Schneehaufen hier. Okay, dann hier noch ein Schneemann und vielleicht hier noch ein Schneemann. Hauptsache, wir haben hier noch diese Sommerstühle draußen. Und ich habe auch noch Rentiere. Das ist auch cute. Oh, das ist cool. So, dann kommen die einfach mal neben den Schneemännern hier platziert. So, vielleicht. Hier noch eins. Vielleicht mache ich da ein bisschen Erde drüber. Ich glaube, ich habe Erde ein bisschen in die Kiste gelegt, auf jeden Fall. Dann können wir mal hier dieses kleine Loch weghaben. Und ich würde sagen, generell sollten wir mal schauen, dass wir alles wieder so ein bisschen, naja, auf Vordermann bringen. Also bei uns in der Unterwasserbase haben wir ja schon viel mal aufgeräumt und wir haben ja auch nochmal erweitert und alles. Aber zum Beispiel, ich glaube, wir haben immer noch Flecken teilweise irgendwo und vielleicht auch ein paar kaputte Sachen. Wir haben zum Beispiel noch hier diese eine Zelle da hinten bei uns im Keller. Weißt du noch? Oh, ja, ja, ja. Die mit Obsidian, die brauchen wir zum Beispiel auch nicht mehr. Ich meine, wir haben ein komplettes Gefängnis. Das können wir alles mal schön machen. Und ich würde sagen, wenn wir hier fertig sind, sollten wir auf jeden Fall auch Ralf und Timo Bescheid geben, dass wir einen Weihnachtsmarkt haben und können vielleicht dann nochmal ganz kurz ein bisschen bei uns aufräumen. Ich glaube, wir haben auch immer noch... Wie viel Schnee hast du denn hier hingemacht? Ja, der schmilzt aber leider. Oh, ja, oh echt? Ja. Wir haben immer auch noch vom Poseidon diese Plakate überall stehen. Okay, dann mache ich noch ein paar Geschenke hin, aber ansonsten sieht es schon sehr süß aus und dann können hier alle zusammen feiern und ein bisschen was trinken, was essen. Wir haben auch noch die Cookies und alles, die Geschenke. So, und das sieht richtig schön aus. Und der Schnee schmilzt halt. Das ist nicht so nice, aber insgesamt, aber was sollen wir machen? So, ich glaube, wir sind fertig. Wir haben zwar noch ein bisschen was hier in den Kisten, aber es sieht jetzt schon so weihnachtlich aus. Ich habe jetzt noch das ganze Essen hier reingemacht, dass wir auch noch natürlich was essen gehen können. Und ich würde sagen, ihr könnt hier schon mal euch verteilen. Was ist das denn? Und wir können nochmal zu Ralf und Timo gehen und denen Bescheid geben, dass sie auch mal hierher kommen können. Und in der Zeit können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz bei uns in der Base aufräumen und dann gehen wir auch anschließend auf den Weihnachtsmarkt. So, Hallöchen, Moment mal. Wir haben einen Weihnachtsmarkt einfach drüben in der Stadt aufgebaut und ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht. Wart ihr schon mal in der Stadt? Und falls ja, würdet ihr gerne auf den Weihnachtsmarkt kommen? Ein Weihnachtsmarkt? Wie cool, wir sind auf jeden Fall dabei. Okay, Moment mal, dann könnt ihr vielleicht schon mal zum Weihnachtsmarkt vorgehen. Wir müssen hier nochmal ganz kurz aufräumen und dann sehen wir uns da zusammen, okay? Okay, Moment mal, Epic, dann lass doch mal ganz kurz da unten gehen und wir machen hier alles nochmal ein bisschen schöner. Ich würde sagen, wir könnten einfach, was ist das hier? Wir könnten hier einfach mal mit Stormwings vielleicht einfach mal so eine, wir gehen es einfach zubauen. Wir müssen es ja gar nicht jetzt großartig irgendwie weghaben. Habe ich noch Stormbricks dabei? Wir machen einfach eine Wand davor. Als gäbe es nie. Eine gute Idee. Wir könnten vielleicht für die Ofenwand ein bisschen erweitern, dass wir hier dann auch noch Ofen hätten. Ja. Dann haben wir den Platz auf jeden Fall gut genutzt. Wir bräuchten Klaustern. Ich hole mal Klaustern und ein paar Öfen, okay? Irgendwas stimmt. Ja, ich glaube, das hast du gebaut, auf jeden Fall. Ich habe das nicht gemacht. Oder? Ey. Nein, im Sinne von, es sieht ja gut aus, aber ich kann es, ich wusste jetzt nicht so ganz, wie ich das nachbauen soll. Das meine ich. Ich mache Öfen. Ich hab schon. Ach so, okay, dann mache ich gar nichts. Dann warte ich, bis du das alles hast. Oh. Ich gebe dir die Hälfte. Dankeschön. Ich glaube, wenn wir aber und dahinter Closestone machen wollen, dann müssen wir, glaube ich, vielleicht hier ein bisschen Obsidian doch abbauen. Außer, wir könnten den Closestone auch hier dran platzieren und alles einfach nach vorne verschieben. Ach, stimmt. Ja, okay, okay, okay. Warte mal. Dann
2 hoch oder so? Warte, wir könnten vielleicht mal... So? Ja. Und so? Nee, eins drüber. Noch eins drüber. Ja. Und dann würden hier die Öfen kommen. Ah. Mit einem Abstand eigentlich. Ups. Ja, perfekt. Ja, so? Genau so. Ja, das sieht gut aus. Okay. Dann bräuchten wir hier auf jeden Fall die halben Slabs und die Treppenstufen. Mhm, das machen wir mal ganz kurz. Okay, das ist doch ganz gut geworden. Wir haben uns hier nochmal für so ein L entschieden. Hier haben wir die 2 Öfen. Und das sieht eigentlich relativ fresh aus. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch die Flecken vielleicht im Gang wegmachen zum Portal nach Atlantis. Und die Banner. Und dann sieht es hier wirklich wieder richtig, richtig fresh aus. Und wir können ganz viele Leute einladen zu uns. Und dann gehen wir schnell zum Weihnachtsmarkt. Oh ja, das wird toll. Okay, ich bin auf dem Weg schon mal nach unten. Ja, gehen wir auf jeden Fall unten. Auf die Hühnchen haben wir hier noch ein nach paar. Nach oben, oder? Ja, aber dann hier die Treppe. Ach so, okay, warte. Haben wir noch irgendwo ein Dings? Oh, da müsste ich es mit der Hand wegmachen. Ich habe eine Spitzhacke. Oh, ich wollte aber vielleicht einen Besen haben. Oh, das ist auch eine gute Idee. Ja, okay. Also ein Banner haben wir schon mal. Ich glaube, da hinten, wenn du möchtest, kannst du in der Zeit, wenn wir hier langlaufen, die Flecken hier mal wegmachen. Ja, da ist auch ein Banner. Stimmt, und da hinten müsste auch noch eins sein. Dann, oh, die brauchen so lange, ne? Also die brauchen Ewigkeiten, bis die weg sind. Okay, warten wir die noch mal ganz kurz weg. Warum stehen die hier eigentlich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat bestimmt Poseidon aufstellen lassen. Oh, ich hab ein bisschen Angst vor Poseidon, wenn ich ehrlich bin. Das stimmt. Okay, hier wird auf jeden Fall alles abgebaut, beziehungsweise sauber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich eine Spitzhacke brauche. Eben gerade ging es ab. Hallo. Mit deiner Spitzhacke aber. Ich kann dir helfen mit meiner Spitzhacke. Oh, finally. Ja, viel schneller. Oh je, da sind auch noch 2. Ich würde sagen, die Chicken können wir mal hier lassen. Kann ich eigentlich hinterherfahren? Es sieht übrigens wieder alles richtig gut aus. Keine Flecken und vor allem auch keine Banner. Und wir sind jetzt hier zusammen. Guck mal, wie süß. Alle haben sich schon verteilt. Gucken sich den Weihnachtsmarkt an. Und Epic, Moment mal, was ist eigentlich dein Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt? Ich glaube, mein Lieblingsessen ist Raclette. Raclette ist nice. Crepes sind aber auch nice. Gebrannte Mandeln sind nice. Oh, es gibt so viel Leckeres. Und Leute, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer liebstes Essen oder Trinken auf dem Weihnachtsmarkt ist. Wir werden hier auf jeden Fall noch ganz viel Spaß haben mit den anderen Stadtbewohnern und werden heute ganz in Frieden mit allen feiern. Nice. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.